Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir als Rektor der Donau-Universität Krems eine große Freude, Sie hier heute am Campus Krems zur Tagung der Donaurektorenkonferenz begrüßen zu dürfen. Es ist die erste gemeinsame Tagung der Donaurektorenkonferenz und des Instituts für den Donauraum zur EU-Strategie im Donauraum. Es ist die 25. Tagung der Donaurektorenkonferenz, die nach 2007 zum zweiten Mal hier in Krems an der Donau-Universität stattfindet. Und diese Tagung haben wir zum Anlass genommen, Verantwortungsträger zusammenzuführen, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie die Universitäten im Donauraum noch besser, noch mehr für die Entwicklung in Bildung, Forschung und Innovation beitragen können. Also es geht um ein gemeinsames Nachdenken, wie wir in Bildung, Forschung und Innovation den Donauraum entwickeln können. Thank you. Dear colleagues and friends, please let me thank you first for your participation and your contribution to our annual meeting dedicated to the DRC University contribution to the European strategy as a good practice and challenge for the future development of the Danube region. Our conference came exactly some days after the last reunion organized in Bratislava through the fifth annual forum of the EU strategy for the Danube region. During that event, we discussed on innovative flow water, knowledge, and innovation in the Danube region. And we had the chance to present to a part of more than 700 participants our DRC activities and contribution of our 67 network university to achieve the goal of the EU strategy in this region. After the 2 days discussion in Bratislava, important conclusions were taken for the future cooperation inside the European strategy regarding the scientific support of the DRC sustainable contribution inside the Danube area. Our university members are asked for a stronger involvement in the priority area 4, 5, 6, and 7, innovation, for a common vision to transfer knowledge into practice. Today we are focusing exactly on these topics, knowledge and the vision how we can generate prosperity. There are three magic words that need to be transferred into practice. It's exactly what we are doing today in our three panel, where we are discussing today how the EU strategy can be used as an incentive and challenge for improving DRC activities and its contribution through the member university, how higher education, lifelong learning, and employment generated by our university can meet European strategy goals, and how we can cooperate better in our knowledge-based society, from bottom up to initiate development in science, culture, and economy. There are issues of big interest for all our DRC members, and we are lucky to have such prominent keynote speaker, an expert in this area, as European Commissioner and Minister Representative, GRC expert, rectors, authority counselor, and director of agency, institute, or head of the research department. I am really impressed on the panel contributor, and certainly I hope we have profitable presentation and discussion on these important topics. At the end of this day, we are planning also to prepare a declaration on the DRC vision of these topics because we want to have an active network deeply involved in the European strategy and responsible and with initiative and with a common voice and effective impact on generating knowledge. Von Globalisierung zu reden ist heute allgemein, aber dass damit Probleme verbunden sind, ist uns auch klar. Und Wissenschaft hat die Möglichkeit, es zu bewältigen und hier die Rolle Europas zu definieren. Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass wir Europäer an sich nur mehr 7% der Weltbevölkerung sind, dass wir noch etwas über 20% der wirtschaftlichen Leistung darstellen,
da es wirklich gefragt ist, auf diese Weise zu zeigen, wofür Europa steht. Und weiters muss man darauf hinweisen, dass wir im Vergleich mit anderen Kontinenten wir keine Bodenschätze haben und dergleichen mehr, aber wir haben einen Schatz, das ist Hirn. Das ist die Frage der Erfindungsgabe, der Innovation, der entsprechenden Gestaltung, der Fantasie zur Bewältigung dieser Probleme. Und die muss in den Universitäten zu Hause sein, denn sonst haben sie in Wirklichkeit ihre Aufgabe verfehlt. Ich liebe einen Satz von Max Frisch, dem Schweizer Dichter, der gesagt hat, Bürger sein heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischen. Ich kann Ihnen nur sagen, mischen Sie sich bitte ein und behindern Sie sich nicht selber dabei, sondern tun Sie alles in diese Richtung. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg, im besten Interesse, in unserem eigenen. Dankeschön. In einem Punkt ist es, freut es mich auch, wieder hier zu sein, nicht nur, weil es eine Art Coming Home ist, sondern weil sich in diesen verschiedenen Tätigkeiten, die ich in den letzten 10 Jahren machen durfte, doch auch ein sozusagen blaues Band durchzieht, und das ist irgendwie die Donau. Denn wie ich gekommen bin als Wissenschaftsminister, habe ich versucht, dort anzuknüpfen, wo Erhard Buseck auch einmal Wissenschaftsminister begonnen hat, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, Donauraumkonferenz der Rektoren, die gab es, aber die musste sozusagen, oder ist, glaube ich, aus diesem Anlass gegründet worden, die grenzüberschreitenden bilateralen Programme, die du initiiert hast, die dazu geführt haben, dass es erste Formen der Zusammenarbeit gegeben hat. Und dann hat sich eben diese makroregionale Strategie entwickelt, in die wir wieder die Wissenschaft einbetten konnten. Und jetzt, und ich habe mich in dieser Zeit bemüht, die Donauraumstrategie ganz besonders voranzutreiben. Ich weiß nicht, ob es ein gnädiges Schicksal ist, als Erweiterungskommissar sitze ich jetzt sozusagen geografisch auf der anderen Seite, aber immer noch in derselben Region, und das ist das Gute. Und daher können wir die Dinge auch von dieser Ecke her weiter betreiben. Und da möchte ich an dem anknüpfen, was Erhard Buseck gesagt hat, die Aufgabe der Universitäten ist, nicht sozusagen losgelöst zu existieren, quasi in einem elfenbeinernen Turm. Ich weiß, die meisten von Ihnen tun das nicht, aber auch das ist etwas, was man immer wieder sagen muss, weil innerhalb der Universitäten gibt es schon hin und wieder einige, die in diese Richtung neigen. Wir sind immer noch mit Abstand die größte Wirtschaftskraft der Welt. Das vergessen wir gelegentlich oder das wissen wir nicht, dessen sind wir uns nicht bewusst. Europa produziert fast ein Viertel der globalen Weltwirtschaftsleistung. Europa ist mit Abstand der attraktivste Markt global gesehen, kommt auch zum Ausdruck dadurch, wie stark nach Europa investiert wird, aber auch wie stark Europa imstande ist, immer noch nach außen zu investieren. Und dieses Europa ist imstande, und ich sage das nicht zynisch oder kritisch, sondern im Gegenteil mit Freude, mit Genugtuung, mehr als 40% der globalen Sozialleistungen zu finanzieren. Das beweist, welchen Standard wir geschaffen haben in der Alters-, in der Gesundheitsversorgung, aber auch, wenn es darum geht, wenn jemand da arbeitslos geworden ist, auch wenn hier in Österreich gegenwärtig gerade Diskussionen um Mindestsicherungen stattfinden, wenn es um Ausbildung geht, wenn es um Bildung geht, all das muss finanziert werden, wird finanziert und wird in einem Ausmaß finanziert, wie das weltweit wahrscheinlich ohne wirkliches Beispiel ist. Und das ist ja auch der Grund, warum Europa so attraktiv ist, warum Europa nach wie vor so begehrt ist als Zielland für viele Migranten. Neben dem Umstand, dessen werden wir uns ja in diesen Tagen wieder sehr bewusst, dass es eben in Europa die Sicherung individueller Freiheitsrechte gibt, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass man seine Meinung sagen kann, ohne dass man sofort verfolgt und eingesperrt wird. Und hier spielen auch wieder die Universitäten eine zentrale Rolle, denn sie sind die Plattform, wo solche Dinge stattfinden können, stattfinden sollen, aber wo man auch vor allen Dingen junge Menschen
damit konfrontieren muss, und meistens, Gott sei Dank, tun sie es ohne dies von selbst, dass sie diese Möglichkeiten nutzen. Also, es gilt, in Bewegung zu bleiben. Mit der Donau haben sie ein Symbol, dass die Dinge ständig in Bewegung sind, dass sie fließen und dass manchmal auch Überschwemmungen dazu dienen, wie im alten Ägypten, dass daraus etwas sehr Fruchtbares entstehen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen unendlich viele intellektuelle Überschwemmungen. Es ist in unser allem Interesse. Vielen Dank. Herr Dr. Buzek, die heutige Konferenz diskutiert den Beitrag der Universitäten zur Entwicklung des Donauraums. Was sind für Sie ganz konkret die möglichen Beiträge, die Universitäten leisten können? Zunächst muss man mal sagen, dass die Geschichte der Donaurektorenkonferenz lange zurückgeht, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs. Und eigentlich einer der ersten Beiträge war, die Kommunikation zwischen den beiden Seiten herzustellen und hier Kooperation zu erzeugen. Es war quasi ein Lichtblick in Richtung auf Demokratie, Freiheit und auch Kooperation. Das ist an sich schon ein wesentlicher Beitrag. Die Donau-Initiative selbst hat es an sich, dass sie die Wissenschaft fordert. Fordert bei so ganz praktischen Themen wie Wasserqualität, die gesamten biologischen Bereiche, also das, was wir heute unter Ökologie verstehen, aber auch wissenschaftliche Zusammenarbeit. Hier gibt es ein eigenes Priority Area, das ist die Nummer 7, wo wir versuchen, Kooperationen hier zu erzeugen, die sich auch sehr gut anlassen. Zum Beispiel über die Medizin-Uni Wien haben wir unlängst erst eine Tagung in Timișoara gehabt, betreffend Allergenforschung und Krebsforschung, wobei auch dort eine außerordentliche Qualität vertreten ist. Also der Versuch, durch die Kooperation gemeinsames europäisches Wissen und Forschung Wirklichkeit werden zu lassen. Die Tagung hier ist eine gemeinsame Tagung, Donaurektorenkonferenz und Konferenz zur Entwicklung der Donauraumstrategie. Was erwarten Sie sich ganz konkret von der Kombination dieser beiden Konferenzen? Zunächst einmal haben solche Tagungen eine Qualität, nämlich im Wege von Networking Kooperationen zu erzeugen untereinander. Man muss die Anlässe schaffen, dass hier Verantwortliche zusammenkommen. Und dann sind es aber natürlich auch die Themen der Donaustrategie selber, die von der Wissenschaft hier begleitet werden, und die wesentlichen Leute, die das betreiben, sind auch hier vertreten. Dankeschön. Professor Pamphile, the conference today discusses the contribution of the universities to the development of the Danube region. What are the concrete contributions that universities could contribute for you? So in a knowledge-based society, definitely our network can contribute a lot. Not only by a vision, but also by a common initiative to develop innovation in the Danube region. We will focus our discussion on a very concrete measure, how we can cooperate through our 37 university members in this area. Because we have a huge potential dealing with more than 1 million of students and publishing more than 500,000 scientific paper in important journal. Definitely we can work together for such initiative to stimulate innovation. Through our discussion today, we are discussing exactly how to put in practice this idea. And this came especially because during the conference in Bratislava and Budapest, our network was asked to have a sustainable contribution in the future in this strategy of innovation. And we are doing the first step in this direction. Also, to have a loud voice, we decided for the first time to actually have a final declaration, a commune communique on our implication in innovation. And I think this will be definitely a good and practical step to demonstrate our potential.
The today's conference is a combination of two conferences, the Danube Rectors Conference and the Conference for the Development of the Danube Region, EU Strategy for the Danube Region. What outcomes do you expect from this combination? So from this combination, basically I expect that the DRC will be accepted as a valuable partner in the decision through the strategy in this region, and that our contribution could really bring prosperity through the Horizon 2020 and to bind together innovative idea through the common interest. Thank you very much. Thank you very much. Die Universitäten haben aus meiner Warte eine zwei-, dreifache Aufgabe. Sie sind auf der einen Seite eine Ausbildungseinrichtung, sie sind eine Bildungseinrichtung, sie sind auch eine Forschungseinrichtung und sie sind alles zusammen sozusagen immer vorneweg an den Entwicklungen dran. Sie haben aber auch die Aufgabe, und das ist im Donauraum ganz wichtig, grenzüberschreitend zu arbeiten, beziehungsweise zu arbeiten, dass es gar keine Grenzen gibt. Denn das Schlimmste, was Wissenschaft, Forschung, Lehre passieren kann, sind Grenzen, Grenzen in den Köpfen. Und da sehe ich auch eine gesellschaftliche Verantwortung der Universitäten. Welche konkreten Ergebnisse dieser Konferenz erwarten Sie für die Entwicklung oder Weiterentwicklung der Donauraumstrategie? Erstens einmal eine weitere Vernetzung. Es ist zwar gut, wenn sich die Institutionen untereinander sozusagen kennen, aber letztlich wird es getragen von Menschen. Die Menschen ändern sich, neue Rektoren, andere scheiden aus. Es ist immer wieder gut, sozusagen hier das persönliche Beziehungsnetz zu pflegen. Und das Zweite, was ich mir persönlich wünschen würde, ist zum Beispiel eine verstärkte auch Zusammenarbeit bei einzelnen Studienrichtungen, Disziplinen, Ausbildungen, dass hier eine Ausbildung an verschiedenen Universitäten eben stattfindet in der Region, sodass wir hier auch in der Region diesen Gedanken der Brain Circulation pflegen und damit auch entgegenwirken, was eine besondere Herausforderung in der Donauraumregion ist, nämlich Brain Drain, dass die wirklich guten Leute, die engagierten Leute woanders in Europa und in die Welt hingehen und leider dann nicht zurückkommen. Und ich glaube, auch hier kann und müssen die Universitäten der Region zusammenwirken im ureigensten Interesse und auch hier als eine Form der gesellschaftlichen Verantwortung und Verpflichtung. Vielen Dank. Die heutige Konferenz dient dazu, die Beiträge der Universitäten zur Entwicklung des Donauraums zu definieren. Sie sind hier als Rektor der öffentlichen Universität für Weiterbildung. Welche konkreten Beiträge sehen Sie für den Donauraum? Nun, zunächst einmal ist es uns in dieser Konferenz gelungen, erstmals zwei Bereiche zu verbinden, nämlich auf der einen Seite die Donaurektorenkonferenz, die Stakeholder aus dem Donauraum und die Personen, vor allem aus Österreich, die sich in den letzten Jahren schon sehr intensiv auch mit der Umsetzung der Donauraumstrategie befassen. Das ist zunächst einmal schon ein ganz besonderes Erlebnis, weil hier die unterschiedlichen Sichtweisen noch stärker zum Vorschein kommen. Das Zweite ist, als Universität für Weiterbildung haben wir eben auch diesen besonderen Auftrag, in die Gesellschaft hineinzuwirken, durch unsere Aktivitäten, durch die Bildung, gerade auch von Berufstätigen. Und das ist ein Bereich, der vielleicht im Donauraum noch nicht so entwickelt ist. Und da können wir als Universität für Weiterbildung auch dieses Know-how sehr gut im Dialog mit den Kollegen der anderen Länder weitergeben. Sie haben schon erwähnt, das ist eine Kombination von zwei Konferenzen, Donau-Rektorenkonferenz und Konferenz für die Entwicklung der EU-Strategie für den Donauraum. Was konkret erwarten Sie am Ende der Konferenz? Nun, ich erwarte mir, dass es uns diesmal gelingt, in der morgigen General Assembly, die gewissermaßen der formale Rahmen der Donaurektorenkonferenz ist, aus den Diskussionsergebnissen, die wir hier heute generieren, auch ganz konkrete Festlegungen zu treffen. Wir werden entsprechende Conclusions vorbereiten, die dann auch eine Handlungsanleitung sein können für die Aktivitäten der Präsidentschaft der Donaurektorenkonferenz, aber auch Handlungsanleitung für die Mitgliedsuniversitäten. So erwarte ich mir, dass die Donaurektorenkonferenz künftig auch ein stärker als Stakeholder wahrgenommen wird, sowohl in der Region, aber vor allem auch auf der europäischen Ebene. Danke.